Zwei Ziele auf dem Balkon. Sauberer Schuss. Keiner hat was bemerkt. Mhm. Zwei Ziele auf dem Balkon? Wo denn? Okay, da ist eine Drohne. Da muss ich aufpassen, dass die mich nicht sieht. Lalalala, ich gehe hier einfach rein, keiner sieht mich, tralala. Drohnen kommen auf dich zu. Wo? Komm her! Ich bin ein Sadist! Oh, ich sollte mich vielleicht mal Hallo, Jesus? Schöner Grafikfehler! Ich gehe da oben lang. Das Arbeitszimmer ist in der Nähe. Ich gehe aufs Dach. Wieso eigentlich? Vorne sieht es richtig cool aus, aber das Heck ist... Vorsicht, Mitchell. An der Einfahrt ist einiges los. Cormac trifft dich auf dem Balkon. Das ist eben das Problem heutzutage. Früher haben noch Menschen das Design gemacht. Jetzt dreht sich alles um. Keine Kreativität mehr. Sie ziehen eben nur auf den kleinsten Mann. Glück gehabt. Und rüber. Ich geh planschen. Ja, ich natürlich bin ich schwimmensmächtig. Jo. Ja, kommt öfters auch mal vor. Okay, ich bin oben. Okay. Zu perfekt, Mitchell. Max, wir sind drin. Hast du eins gefunden? Negativ. Da ist ein Schreibtisch. Also los. Ich habe irgendwie eine ganz blöde Befürchtung. Wie soll ich mich da hinsetzen? Achso, nee, ich muss da hin. Da ist ein Schreibtisch. Also los. Ja, ich mach ja schon. Hab was gefunden. Wir haben die Tagesordnung des Treffens. Es findet gleich im Hangar statt. Aha. Der Hangar ist verschlossen. Ich kann nichts sehen. Da reinzukommen wird nicht leicht. Verdammt. Nox, wir haben ein Problem. Wir sind aus dem System rausgeflogen. Ich sehe es. Sie sind in Alarmbereitschaft. Patrouillen kommen schon. Du musst da sofort weg. Da kommt ein Konvoi. Nordwestlicher Eingang in etwa 30 Sekunden. Mitchell, los. Wir dürfen den Konvoi nicht verpassen. Dachte, er macht was. Ich kletter mal eine Runde mit. Hui! Der Konvoi ist gleich hier. Da ist der Konvoi. Nox, wir müssen in Position. Kling dich in den Funk ein und halte den Konvoi auf. Roger. Mitch, mir nach. Warte auf mein Zeichen. Okay. Hallo, Ihren Namen und die aller Mitfahrer bitte. Jetzt. Ja, hallo, hier ist der Stoffanschlag.
Wir reisen per blinde Passagiere einfach unten drunter mit. Melanie? Nox, überprüf das schon dabei. Bellamy ist ein Alias von Dr. Pierre Danois. KVA-Doktor? Iluna, versauert er nicht in einer Atlaszelle? Das dachte ich. Nox, gib das ins Kommando durch. Ich will wissen, stimmt, den haben wir ja gefunden. Hat. Verstanden. Es gab eine Sicherheitsrüstung. Was ist los? Mr. Allen ist hier entlang. Bereit, jetzt! Und roll, 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 roll. Wir gehen über das Dach. Es gibt eins aufs Dach, auf dem Dach. Ich öffne den Kanal. Bestätigt, ich bin auf Empfang. Solange die Gefahrenklasse, ID-Nummer und Blutgruppe zusammenpassen, sollte es keine Probleme geben. Wenn die Eindringlinge den Inhalt dieses Containers entdecken, haben wir ein großes Problem, Doktor. Wir beeilen uns ja schon. Manticore ist technisch instabil und äußerst flüchtig. Ihre Sorge um unsere Sicherheit ist unbegründet. Wenn Ihre Ziele durch zu frühes Freisetzen scheitern, habe ich mein Versprechen nicht erfüllt. Keine Sorge, Danua. Ihr Geld liegt schon auf der Bank. Alles weitere übernehmen. Der Typ ist ein korruptes A-Piebloch. Ach, muss Mantico sein. Wir müssen rausfinden, wohin sie es bringen. Mitchell, zu mir. Nox, wir holen uns jetzt die Fracht. Cormac, die Fracht ist schon an Bord. Das schafft ihr nie. Oh doch. Das Evakuierungsteam soll am Sammelpunkt Delta warten. Wir schaffen alles. Wir sind schnell. Wir sind fast and furious. Und hoch da! Fliegen schöner, würde ich mal sagen. Ich kann schwimmen, ich kann sogar tauchen. Oh, und sogar Atemgerät kriegen wir auch noch. Alter, das war ja SWAT-Einsatz hier mit Sondergüteklasse A++. Fliegende Kisten. Tralali, tralala. Haben wir neue Verbesserungen? Nein, haben wir nicht. Okay, nächste Mission. Kingpin, hier ist Sentinel 2-3. Das Verfolgungssignal ist am Ziel angebracht. Verstanden, 2-3. Wir haben Pandora schon im Visier. Voraussichtliches Ziel ist der Luftstützpunkt Rio Gallegos. Wenn Irons irgendwo auf dieser Hemisphäre einen Anschlag plant, wäre das die ideale Stelle. Wir müssen Pandora in internationalem Luftraum abfangen und eine kontrollierte Landung erzwingen. Koordinaten für das Luftrendezvous folgen. Verstanden. Mache sofort ein Team bereit. Das ist ein großer Schritt, Cormac. Sie werden Atlas direkt angreifen. Eine Arbeit im Schattenmeer. Absturz. Oh, Boostsprung, Schall und Mech-Handschuhe. Schade. Ich hatte bei Spezialist so viel mal Spaß. Naja. Hier ist Sentinel 2-3 im Endanflug. Verstanden, Sentinel 2-3. Primärziel ist die Fracht, alles andere ist entbehrlich. Bestätigt, Pink. Wir treffen uns mit Guardian 5 beim Abwurfpunkt und sichern die Kraft. Sentinel 2-3, Ende. Ich bin mit einem fucking Jetpack unterwegs. Das ist nice. Alles klar, Mitchell.
landen wir diesen Vogel. Alles klärchen. Ach, das. Okay. Ich platziere. Auf mein Zeichen aktivieren. Los. 10 Sekunden. Raus aus dem Sprengradius. Das Flugzeug kippt. Okay, das ist nice. Über den Wolken, da war's schön. Was haben wir da? Das Extraktionsteam hat das Schott gesprengt und sichert die Flak. Achtung, alle Einheiten. Eine Atlas-Einsatztruppe ist im Anflug. Da! Sentinel 2! Die Fracht sofort bei Garde! Und dich sensibel muss man ihnen lassen. Kontakt 12 Uhr! Ich werde erstmal ordentlich was sprengen. Da sagt meine Freundin im Hintergrund, solange du nicht drauf gehst, und es ist das Wort draufgehen gefallen und schon war ich tot. Verstehe ich nicht. Du bist ein böses Omen da hinten auf den billigen Plätzen. Nicht stimmt, das Sofa war teurer, wie der Sessel. Pünktlich sind sie, muss man ihnen lassen. Ja, pünktlich sind sie wirklich. Aber diesmal nicht. Töte alles, was da ist. Da springe ich doch vor Freude. Er hebt ab. Nicht zählt ihn am Boden. Mitchell, hilf mir mal! Ja, Moment, ich muss töten. Erstmal schieben wir die Frage. Das haben wir schon mal. Guardian 5, Fracht gesichert. In Deckung gehen und Feuer von Guardian 5 ablenken. Wir sind getroffen.
Okay, ich bin schwer verletzt, ich gehe in Deckung. Oh. Ja, okay, das ist jetzt, glaub, Story. Ja, das war Absicht. Toll, jetzt bin ich auch noch in einer Gletscherspalte gefallen. Spalte. Alles Beste. Hier unten sieht's ziemlich kühl aus. Ui, hier geht's runter. Ich wäre fast runtergefallen. Wir müssen einen Weg zur Fracht finden. Hier scheint eine Öffnung zu sein. Die Frau hat mal einen Fuß. Achso, aber ich muss vorgehen, oder was? Das war ja klar. Es wird kälter. Die Anzugsysteme kommen kaum noch mit. Licht, Licht. 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 Das ist keine Höhle, das ist eine Gletscherspalte. Oh mein Gott, ein Fels. Er sieht aus wie ein Fels. Oder ein Drachenkopf. Er will mich fressen. Oder auch nicht. So,